Hallo und herzlich willkommen hier zur Wetterfolge hier bei der gerade Marsch. Marsch. Ja, es geht weiter. Bevor ich jetzt Gärreste fahre, beziehungsweise ich kann ja mal gleich die Gärreste noch voll machen, bevor wir uns um den anderen Fahrzeug kümmern. Das dauert ja auch eine Weile, bis er voll ist. Wir haben mittlerweile 145.000 drin. Mal ganz kurz hier ranfahren. Mund. Ja, wenn weit weg sind wir auch. Da wird ja so nichts. Hier vielleicht? Nee. Hier geht's. Und dann werden wir ganz kurz den Düngerstreicher auf Feldnummer 23 fahren. Dahin und dort mal gleich düngen. Den Kurs wir gleich löschen. Speichern wir ja nicht, ne? Und 23 ist da oben. Geradeaus zu. Ja, hier. Gehen wir langsam Richtung Nacht zu. Aber ich wollte auf jeden Fall die BGH noch, die GRS noch einmal einfahren. Damit wir das über Nacht auch produzieren können. Ne? Ja, das andere läuft noch. Kartoffeln werden geliefert. Kartoffeln werden schon. Zuckerrüben. Von der Marsch. Thüringen. Entschuldigung. Thüringen. Die Rüben hier in der Marsch noch nicht so weit. Im Wasser. Da muss ein großes Loch sein. Da geht man rein. Naja. Wenn wir demnächst zur Brauerei auch noch was hinfahren müssen. Ja, unsere Ballen werden auch langsam weniger. Aber das ist gut so. Wir wollten auch ein bisschen Geld. So. Dann geht man hier gleich los. Programmieren wir ganz kurz. Kursgenerierung. 23, direkt ein Vorgewende aus. Und dann 30 Meter, damit man rumkommt, ne? Kleines Feld hier. Und einstellen. Dann gehen wir zurück auf unser BGH. Wird noch nicht ganz ist voll. Ja, das klappt so nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe schon eingestellt. Aber es will nicht. So richtig. Ne? Hm? Na, wird nichts. Wo hängen wir fest? Irgendwo hängen wir fest. Nirgendwo. Wie spukt es? Nur mal Deckel zu. Ja, hier sind die Kumpel Dolly hier. Machen wir Allrad. Und Kursplay wieder aus. Und löschen. Vielleicht hat sie irgendwo verhackt. F1. Hier kann man sehen, dass es hochgeht, ne? Irgendwas können wir hier verschieben. So.
daran gelegen hat. Anscheinend ja. Machen wir aus und das machen wir auch aus. Dass wir unsere freie Sicht kriegen hier. Wie normal. Na, jetzt klappt's. Auch nicht. Na gut. Dann zu bleiben würde es gut. Der Volt wird wieder mal kalibriert, aber anscheinend hilft das nicht. Das ist eben, seitdem das hier entsprechend mal gefixt wurde, angeblich. Schweine sind versorgt, Kühe sind versorgt. Dann können wir uns nachher darum kümmern, Wald kaufen, ein Stück, kleines Wald, also kleines Waldstück. Und zumindest ein Hänger Holz machen oder zwei. Dann wieder das Sägewerk arbeiten kann für Paletten halt, ne? So, hier die anderen beim Fahrer arbeiten auch fleißig. Drei haben wir unterwegs. Einen für Wasser, einen für Milch und Zuckerrüben. Den musste ich kurz überlegen. Wollte sagen, wir noch nicht erfordert irgendwie. Aber anscheinend doch. So. Den Gärreste-Tank können wir stehen lassen. Beziehungsweise werde ich auch stehen lassen, weil da keine Ahnung abkippen. So. Wir werden mal Wald kaufen. Und zwar Land. Das haben wir hier an Wald. Hier ist noch ein bisschen Wald. Das kostet 163.000. Das heißt an der BGH ist ein kleines Stück. Und bei der Molkerei. Das ist ganz gut. Das werden wir kaufen. Hier stehen auf jeden Fall Bäume. Da ist unser Harvester. Oder ne, Harvester, genau. Kaufen wir gleich mal. Und dann gehen wir mal hier rüber. Den grünen wird sein. Jupp. Und unsere Bäume, die brauchen noch eine ganze Weile. Denke ich mal ganz stark. Muss ich mal gucken. Hier wird noch gefräst werden. Ja, aber das können wir alles machen, wenn wir nur. Hat sich die Textur geändert für unseren Hopfen? Sieht doch anders aus, ne? Oder täuscht. Kann sein, dass anders geworden ist. Ist okay. Hat er ja mal gesagt, dass er irgendwie verschiedene Sachen neu textieren will. Mais habe ich jetzt immer nichts drauf. Am Mais habe ich mal gesehen in einer seiner Folgen. Ist keiner wurde. So, mal gucken. Hier waren verschiedene kleine Waldstücke. Ich glaube, hier war auch so ein kleiner. Die Bäume am Rand wollte ich nicht wegnehmen, das ist optisch gesehen ganz nett. Und hier rechts war glaube ich noch ein Wald. Aber hier ist nicht viel los. Hier ist da in der Mitte das Waldstück. Da kommen wir gar nicht rein. Aber Zaun vor. Beziehungsweise hört das auch ein Zaun vor. Gut. Dann geht's halt zur Molkerei hin, ne? Und der nächste ist fertig. Den können wir morgen auch noch machen. Gefällt nur 44. Da ist es so wichtig.
Ja, mein Wald ist nicht so weit. Immer ein bisschen wachsen. Aber in 3-4 Jahre, dann ist es eigentlich vorbei. Summer, Sommer, also, das dauert auch eine Weile. Hier vorne fangen wir an, das müsste alles schon alles mein sein. Große Bäume. Vielleicht kann ich es auch mal zum nächsten Jahr nutzen. Ne? Müssen wir kurz reingehen in 12 Meter. Im Mehrspielermodus geht man 1 Meter zurück. Ich wollte auf dem Server. Und hier wird das auf 12 Meter stehen. Das ist ein sehr großer Baum. Da werden wir später viele von haben. Aber das dauert noch eine Weile. Wenn mein Geld mal reichen würde, könnte man noch Produktion bauen für Diesel. Zum Beispiel. Ich habe mein Zementwerk hier lange Zeit nicht bedient und verkauft. Schaffe ich einfach nicht. Ist ja auch nicht ganz so wichtig. Ich habe es ja auch nur gemacht für eine Brücke. Und da will ich ja, ja im nächsten Jahr mal schauen, ob ich da die Fälle hinzubekomme. Dann können wir mal ganz groß Felder bewirtschaften, die größeren Felder. Aber wenn die Felder nicht so... Wenn wir uns keine größeren leisten können, wir nur die kleinen leisten erstmal, ne? Je mehr Früchte wir haben, umso besser ist es. So, nächstes fertig. Fingerschall ist auch fertig. Werde ich mal zum Folgenende mal kurz deaktivieren. Zum Schluss. Man kann dann jeweils zum nächsten Feld schicken. Also haben wir noch genug. Keine Dürre, obwohl es schon lange kein Regen war hier. Aber jetzt brauchen wir keinen Regen, wollen wir heute machen. Dann müsste wir heute trocken fahren. Eigentlich machen wir im Sommer kein Holz. Das haben die ja früher nebenbei gemacht. Ja, das ist ja gar nicht mal so. Bis auf wenige Ausnahmen. Der ja früher Handarbeit notwendig war und wenn Bauer Zeit hat, ist halt im Winter, dann macht er ein Winterholz, ne? Das ist privat. Opa hat immer erzählt, früher, auch weit vom Krieg, in seiner Heimat da oben, dass die immer ein Winterholz gemacht haben. Muss ich mal so glauben. Böse Plackerei hat er erzählt. Ganze Holz rausschleppen. Ja, da war noch alles mit Pferdewagen und so, ne? Heute haben sie große Maschinen, Traktoren und was ich alles mit hier haben. Ich glaube, da vorne nach dem Wald gehört mir auch. In der Straße wollte ich eigentlich stehen lassen. Hat ihn einen Klaus gehört. Na, was sag ich heute? Holz und 60 FPS.
Turing-Karte war mir schleierhaft. Spiel rein gestartet ohne Aufnahmeprogramm, also ohne zweiten Rechner 60. Mit dem zweiten Rechner 30. Aber fix. Dann mal so gemacht, dann war wieder 60 gewesen. Und ich hoffe, das nicht zu sehen, in der Aufnahmeprogramm zu sehen. Beim Spiel habe ich nichts gemerkt, also das lief flüssig. Ja, aber wie gesagt, die Anzeige war auf. Ja. 30 halt, ne? Ich persönlich ziehe die 60 vor, wenn das möglich ist, ne? Ist ja für ein Auge viel besser. Das Auge sieht das sowieso nicht, 30 oder 60. Aber ist ja waldstörungsfrei, ne? Schwankt ja mal ein bisschen, aber das ist normal. Aber ich erwarte eigentlich hier, dass ich 60 habe. Ja. Das Fahrrad angekommen. Was wollt ihr von mir? War das hier nicht mit dem Zaun? Ja, hier ist der Borgen, das ist hier. Wenn ich hier aufforfen werde, ich glaube eher nicht. Aber wer weiß. Langeweile hat, ne? Aber wenn so viele Aufgaben kommen, dann bald auch 6 Tage gehen in der Jahreszeit, ne? Bodenproben zum Beispiel, naja, wenn du jedes Feld machen willst, ist das ein heftig, ne? Frage ist mir, ob man die Karte dafür herrichten muss. Sie soll eher das wissen, wie der Boden überall ist. Ne? Das gibt ja nicht alles. Man kann ja nicht pauschal sagen, okay, das machen wir jetzt hier mit Sand und damit Lehm und damit Steine. Und dann muss man sich noch kundig machen, wer die Karte macht, dass sie entsprechend so wie es da halt auch original Boden gibt, ne? Es gibt ja schlechten Boden und guten Boden, ne? In Anführungszeichen. Ne, Sand wäre schlecht und lebender Boden wäre gut. Aber auch wiederum abhängig, was du anbauen willst, ne? Und jede Frucht, denke ich mal, wird den Boden vertragen, was vorhanden ist, ne? Also gibt hier auch noch nur Unterschiede. So, liebe Schauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Schon mal vielen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao. Ja, morgen geht es hier weiter. Hier in der Marsch. Tschüss.